Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Dein Problem sind nicht deine Umstände. Dein Problem ist dein Standpunkt zu deinen Umständen. Ach Gott, das kann's doch nicht sein. Ach Gott, alles so trüb. Wir sind das Problem, wenn wir nicht glauben, dass in uns der Sieg ist. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ihr kennt alle die Situation. Man hat begriffen, dass man Fehler gemacht hat. Man möchte umdrehen, man möchte richtig leben, man möchte sagen, Herr, jetzt, mir tut es leid, vergib mir. Ich meine nicht nur bei der Bekehrung, sondern wenn man mal so einen Bock geschossen hat, vergib mir und dann sollte alles gut sein. Bei Gott ist alles gut, aber wir handeln manchmal nicht richtig danach. Ich möchte heute das Beispiel nehmen, das Beispiel, was wir in der Bibel finden. Und als Israel sich abgewandt hat von Gott, dann hatten sie ein Problem und das hieß Midianiter. Und die Midianiter unterdrückten die Israeliten sehr. Wir wissen, 7 Jahre zerstörten die Midianiter alles, was die Israeliten hatten, alles, was herangewachsen ist, all das Getreide und all die Tiere und alles Mögliche, wenn ihr das in der Bibel liest, wurde zerstört oder einfach geklaut von den Midianitern. Und Gott sandte dann einen Propheten und er erzählte ihnen von ihrer Vergangenheit. Er erzählte nicht von ihren Schlechten, sondern er erzählte von ihrer Vergangenheit. Und was erzählte er? Wir lesen es in der Bibel. Er erzählte, wie sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Ganz zurück, wie siegreich das war und wie wunderbar und was für ein großer Sieg das war, hat dieser Prophet ihnen erzählt. Und ich sage dir auch, deine Zukunft kommt aus der Vergangenheit. Nicht aus deinem vergangenen Leben, sondern aus dem Vergangenen, was Gott für dich getan hat. Das, was am Kreuz geschehen ist, das ist für dich die Zukunft. Und dieser Sieg ist für dich die Zukunft. Und was hat Gott alles für dich getan in der Vergangenheit? Was hat er schon in deinem Leben tun können? Aber was hat er getan, was wir in der Bibel lesen? Und Gott erinnerte die Israeliten daran von all den Siegen der Vergangenheit. Und wenn wir wissen, dass in der Vergangenheit etwas funktioniert hat, dann ist es für uns viel leichter zu glauben, dass es nochmal passiert. Also mir ging es so im Sport, das war so mein Horrorfach. Also ich war immer froh, wenn es ausgefallen ist oder wenn irgendwie ein Grund war, nicht hinzugehen, weil ich hatte, kennt ihr das Bockspringen? Manche sind ganz verrückt drauf. Ich habe Anlauf genommen, dass mir schier die Füße rausgefallen sind und habe das Ding umgerannt, statt drüber. Statt ich drüber bin, das Ding umgefallen. Ich hatte so Angst vor Sport. Aber wenn das, was mir gelungen ist, da wusste ich, wenn ich es wieder mache, ich kann es. Das funktioniert. Hat schon mal funktioniert. Wieso soll es jetzt nicht funktionieren? Kennt ihr das? Und das ist auch so im Glauben. Wenn wir Beispiele haben, wo wir sagen, das hat funktioniert und es wieder kommt, dann wird es auch wieder funktionieren, weil du hast dann ganz anderen Glauben. Gott erinnerte sie an die Siege der Vergangenheit, wie ich es euch gesagt habe. Sie waren ausgerüstet zum Siegen und ihr Lieben und hatten das vergessen. Und auch du bist ausgerüstet zu siegen. Aber oftmals haben wir es vergessen, stimmt's? Oftmals vergessen wir, dass wir eigentlich zum Siegen berufen sind und nicht zur Niederlage. Dein Sieg kommt aus der Vergangenheit, aus dem Sieg von Jesus Christus. Und jetzt möchten wir mal in die Bibel schauen. Richter 6, Vers 11 beginnend.
Joas Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Alles wurde geklaut, alles wurde niedergemacht. Und 7 Jahre alles niedergemacht und der Gideon macht das, was er immer gemacht hat. Er hat gedroschen, dass er ein Stückchen sich irgendwo holen konnte, dass er ein Stückchen hatte. Er hat eigentlich gedroschen und hat nicht irgendwas gesehen, dass es besser ist, sondern es war wie immer und es hätte sein können, dass im nächsten Moment wieder die Midianiter kommen und alles wieder wegnehmen. Und dann kommt der Engel und sagt: Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Mitten im Versagen, mitten in der Not kommt ein Engel und sagt zu dem Gideon: Du starker Kämpfer. Er hat nicht gerade einen Löwe erlegt und nicht gerade einen Bären erlegt, sondern er war in Furcht, dass wieder die Feinde kommen und alles kaputt machen. Und dann kommt der Engel: Du starker Kämpfer. Und ich sage auch, er kommt auch zu dir. Nicht, weil du was richtig gut gemacht hast, sondern weil Gott es gut gemacht hat und er mit dir ist. Du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, da seht ihr es wieder. Ich habe letzt auch in Israel vom Elia gehabt, der hat auch gesagt: Ach, mein Gott. Der Gideon sagt: Ach, mein Herr, kennt ihr das? Auch dein Wortschatz? Ach Gott, das kann es doch nicht sein. Ach Gott, alles so trüb, alles geht so kaputt und alles, ich sehe kein... Ja, Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Kennt ihr den Satz? Ihr formuliert es vielleicht ein bisschen anders, aber Herr, wenn du wirklich Gott bist, warum geht es denn uns so schlecht? Geht's weiter? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Ja, schaut hin. Habe. Er hat ja nicht gesagt, Gott hat uns, sondern habe. Also, ja, sollte es vielleicht gewesen sein. Vers 14, der Herr sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter und du hast die Kraft dazu. Wow. Gott gibt auch dir einen Auftrag. Gott gibt auch dir einen Auftrag, vielleicht deine Familie, deine Ehe oder dich selber herauszuführen, heraus aus der Not zu führen, heraus zum Sieg hinzuführen, wie er es bei Gideon getan hat. Er gibt ihm einen Auftrag. Und der Engel des Herrn gab Gideon nichts, was er eh schon hatte. Er hat es nur mal wieder erwidert. Und ihr Lieben, wir haben den Sieg. Und dort war es der Engel, heute darf ich es vielleicht sein. Ich bin nicht ein Engel, aber ich darf dich daran erinnern, dass in dir der ganze Sieg Jesus ist. Der ganze Sieg Jesu, egal wie deine Situation ist. Der ganze Sieg Jesu gehört dir. Und das ist wichtig, dass wie der Engel immer mal wieder einem gesagt wird, dass wir auf der Siegerseite sind und nicht auf der Verliererseite. Er erinnerte ihn, was er hatte, der Engel. Und ich möchte auch euch erinnern, was ihr habt. Ihr habt die ganze Fülle, die ganze Fülle. Gideon dachte, dass die Midianiter sein Problem waren. Und das sind wir ja mittendrin. Wisst ihr, was wir alles denken, was unser Problem ist? Das berühmte Problem Nachbar, ja? Das berühmte Problem in der Schule ist der Lehrer, in der Ehe ist der Ehepartner,
all die Probleme, was wir meinen. Nein, wir sind das Problem, wenn wir nicht glauben, dass in uns der Sieg ist. Wir sagen immer gerne zu den anderen, du bist das Problem, weil dann sind wir fein raus, aber wir haben da auch zu glauben. Ja, Gideon selbst war das Problem. Er hatte nicht mehr an Kraft gedacht. Er hatte nicht mehr gedacht, dass er gebraucht werden kann. Er hatte nicht mehr dran gedacht, dass es wieder funktionieren kann. Er hat da überhaupt nicht mehr daran gedacht. Ja, dein Problem sind nicht deine Umstände. Dein Problem ist dein Standpunkt zu deinen Umständen. Es ist nicht das Problem, sondern wie du zum Problem stehst. Und das ist genauso. Ihr kennt die Situation. Manche haben Angst vor Hunden und wenn ein Hund merkt, dass du Angst hast, ist schwierig. Ist schwierig. Das ist für ihn dann ein Leckerbissen. Und das schaukelt sich dann richtig hoch. Und ihr Lieben, so ist es auch mit den Problemen. Wenn die Probleme dann immer größer und du suchst nur Bestätigung bei Leuten, dass die Probleme wirklich Probleme sind. Und Gerd, das ist doch bei dir genauso. Und dann wird es so groß, dass du sagst, hier gibt es keine Lösung. Aber wir haben die Wahl, ihr Lieben, dass wir nicht auf die Probleme schauen, sondern wirklich auf die Lösung. Jesus hat uns eine Plattform gegeben und die heißt Vergebung. Und hinter der Vergebung steckt die ganze Kraft der Erlösung. Alles, was er getan hat, da steckt die ganze Kraft drin. Und diese Erlösung, in dieser sollen wir auch leben. Gideon hatte zu jeder Zeit die Kraft, die Midianiter zu schlagen. Aber er hat nicht mehr daran geglaubt. Du hast auch, seit du Christ geworden bist, zu jeder Zeit die Kraft und den Sieg über den Feind. Aber dir ist es vielleicht unbewusst. Du suchst nach Leuten, die sagen, ich helfe dir beten. Ist nicht verkehrt. Aber du musst dir auch sicher sein, dass über deinen Problemen ein lebendiger Gott ist, der den Sieg bereits errungen hat durch Jesus. Der Engel hat ihn erinnert, ich tue es vielleicht heute bei dir, und er hat gesagt, geh in der Kraft, die du bekommen hast. Und du sollst auch heute von hier gehen, in der Kraft, die du durch Jesus Christus bekommen hast. Vers 15, aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der arme Kerl. Ich bin der Jüngste, bin der Ärmste. Ich bin doch der, der am wenigsten Bildung hat. Ich bin doch der. Und ich überhaupt nicht. Die sind so gebildet, die haben Geld, die haben ein Auto, die können das, die fliegen durch die ganze Welt und so weiter. Wer bin denn ich? Ich sag dir, du bist der gleiche am Sieg Beteiligte wie ein anderer. Aber er hat gesagt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Und Gideon erwiderte mit seiner Vernunft, wer bin ich denn? Und das machen wir auch gerne mit unserer Vernunft. Wer bin ich denn? Das sollen doch die Pastoren machen, die Seelsorger. Das sollen die großen Glaubenshelden machen. Ich schreibe nach Amerika dem oder jenem, der soll für mich beten. Nein, der hat den gleichen Sieg, den du hast, durch Jesus Christus. Die gleiche Kraft, die du hast, durch Jesus Christus. Und dann sind wir gerne im Jammern. Weißt du auch, wie schwer alles ist? Weißt du, wie schwer das alles ist? Das ist kaum zu ertragen. Und dann findest du jemanden, der sagt, ich verstehe dich so gut. Ja, weil dem ist auch so, dem geht es auch so. Das ist vielleicht ganz ehrlich. Aber das hilft dir nicht weiter. Du brauchst so jemanden wie der Engel, der dir sagt, geh in deiner Kraft, die dir Gott gegeben hat. Geh, dir ist die Kraft gegeben. Und ihr Lieben, was uns Kraft nimmt, ist Sünde. Wir sehen es auch hier, sie haben sich Gott abgewandt und Sünde hält dich von deiner Identität fern. Sünde ist eigentlich Identitätsverlust.
Wenn Sünde da ist, ist Trennung von Gott. Und dann haben wir keinen Zugriff auf die Kraft. Dann haben wir keinen Zugriff auf den Sieg und keinen Zugriff auf die Errettung. Aber Jesus kam, damit wir auch ihn um Vergebung bitten dürfen. So kamen auch die Israeliten. Sie sind umgedreht. Sie haben sich wieder Gott zugewandt. Die Israeliten verloren auch ihre Identität, dass Gott mit ihnen ist. Und wir sehen es in der Bibel, das haben sie sehr oft, die Identität verloren, dass Gott mit ihnen ist. Und dann ging es ihnen auch immer wieder schlecht. Vers 16 heißt es dann weiter, der Herr versprach, ich helfe dir. Das ist ein Wort. Ne? Der Herr versprach Gideon, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter niederschlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Wow. Wisst ihr, wir vergleichen immer unser Gegenüber, das Problem. Ah, oh, da braucht man das, da braucht man Rechtsanwälte, da braucht man das und ohne das geht das überhaupt nicht. Ich sag dir, Gott vergleicht nicht mit irdischen Kräften, Gott vergleicht mit dem Sieg durch Jesus Christus. Als hätte er nur ein Mann vor sich. Das war ein Heer und die waren siegreich. Und die Israeliten waren ja auch nicht schwach oder nicht wenige, aber die Midianiter waren immer siegreich. Und dann kommt der Engel und sagt zu ihm, du wirst die Midianiter niederschlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Die Israeliten verloren die Sicht, dass Gott mit ihnen ist. Und ich möchte dich heute auch ermutigen, wenn du die Sicht verloren hast, dass Gott mit dir ist, Gott ist mit dir. Räume Sünde beiseite, weil das trennt dich von Gott. Aber dann ist Gott mit dir. Und du hast die größte Kraft, die stärkste Kraft auf deiner Seite, die es überhaupt gibt. Und das ist so wunderbar. Und ihr Lieben, Sünde hat sie von Gott getrennt. Und getrennt von der Gewissheit, wer sie in Gott sind. Sei dir sicher, wer du in Gott bist. Mach dir das sicher. Und sag's auch mal in dich hinein, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes, ich bin ein Kind des Königs, ich bin ein Sieger, weil mein Vater der Sieger ist, mein Vater der König ist. Ist das nicht wunderbar? Der Feind wird immer größer und ihr Lieben, und wir dann immer wieder kleiner. Das kennen wir, aber lass das vorbei sein, wenn du weißt, wer du bist. Und das ist Identität. Du bist nicht der Sklave, der aus Ägypten raus ist, sondern du bist das Kind des Königs. Und das ist ein Unterschied. Nicht der Sklave, der jetzt schon wieder mit den Midianitern zu kämpfen hat und mit diesen zu kämpfen hat und mit dem Nachbarn und mit dieser Verhandlung und jener Verhandlung. Nein, du bist ein Kind des Königs und der König, dein Vater, dein himmlischer Vater, er ist der für dich sorgt, der dir auch Recht verschafft, wo du irgendwo in Probleme drin bist. Der Feind wird immer größer und wir immer kleiner und lass das nicht mehr zu. Ja, der Engel erinnerte Gideon daran, wir handeln, ihr Lieben, aus der Sicht, die wir fühlen. Ist deine Identität Sklave? Handeln wir als Sklave. Oh, hau mich nicht, tu mir nichts an, ich tue schon, lass mich nur in Ruhe und ich mag nicht. Oder als Kind des Königs und sagen, Vater, danke, mit dir ist ein Sieg drin. Mit dir komme ich vorwärts. Und Herr, ich sehe es noch nicht, aber es geht vorwärts. Du bist mein König, du bist Herr über meiner Situation. Handeln wir aus der Sicht eines Bettlers, ein Bettler handelt, wie ein Bettler handelt. Ein Sportler, wie ein Sportler handelt. Ein Versager, wie ein Versager handelt. Und ein Sieger handelt, wie ein Sieger handelt. Und ein Königskind handelt, wie ein Königskind. Jetzt kannst du dir raussuchen, wie du handeln möchtest. Aber du kannst nicht nur den Titel raussuchen, sondern du musst es auch begreifen, dass du es bist. Dass du es bist. Und ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich, heißt es in 1. Johannes.
Wenn wir Jesus vor Augen haben, handeln wir wie er. Jesus wusste, dass Judas ein Dieb war. Kennt ihr das? Judas? Dieb war. Und er gab ihm die gleiche Plattform. Er durfte Jünger sein. Ich möchte jetzt keine Hände sehen, aber wer von uns hätte den Judas in seinen engsten Kreis eingeladen? Also, wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge vergehen lässt, könnte man vielleicht sagen, Herr, hast du einen Fehler gemacht? Was wolltest du damit bezwecken? Hast du nicht erkannt, was für Gedanken sind? Nein, Jesus gibt jedem die gleiche Chance. Jedem. Jedem die gleiche Chance gibt Jesus. Er sortiert nicht vorher aus, oh, alkoholsüchtig, ja, oh, das oder jene Sünde getan, ganz schwer. Nee, geht überhaupt nicht. Ehebrecher, geht gar nicht und so weiter. Er sucht nicht nach irgendwelchen Kriterien aus, er gibt jedem die gleiche Chance. Aber jeder hat dann zu entscheiden, welchen Weg er geht. Wir sehen, der Judas hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Jesus vertraute Judas, bevor er etwas vertrauensvoll getan hat, der Judas. Er hat ihm vertraut. Jesus hatte alle 12 eingeladen und ihr Lieben, den neuen Weg zu gehen, alle. Der Judas hatte genau die gleiche Gelegenheit, genau das Gleiche. 11 haben die Welt verändert, einer hat das Vertrauen missbraucht. Und ihr Lieben, das ist auch unsere Entscheidung. Gott zwingt keinen dazu, dass wir, er hat uns alles gegeben, aber wie wir in dieser Gabe laufen, wie wir in unserer Berufung laufen, wie wir in unserer Aufgabe laufen, das bestimmen wir. Und wenn wir da sündigen oder so Judas Naturen sind, haben wir auch die Folgen zu tragen, weil er hat uns die Möglichkeit gegeben, den richtigen Weg zu gehen. Auf welcher Ebene, auf welcher Plattform lebst du? Auf der von Gideon? Er sagt, ich schaff's nicht, ich habe keine Kraft und so weiter. So, der wirklich die Kraft hatte, aber so entmutigt war. Oder auf der Plattform eines Judas, wo du sagst, ja, schauen, wie man den austrickst, schauen, wie man da austrickst, schauen, wo man irgendwas rauskriegt, wo man was umsonst kriegt, wo man vielleicht sowas, ja, heimlich, ja, man nennt es nicht Diebstahl, aber so richtig ist es auch nicht, aber ich mach's doch auf so einer Ebene. Oder auf der Ebene von Pharisäer, die aufrecht durch die Lande gehen und Gesetze und Religion schauen, dass jegliche Regeln eingehalten werden, egal ob sie in der Gegenwart Gottes sind oder nicht, nur nach Regeln schauen, dass andere auch die Regeln halten. Oder bist du auf der Plattform von Jesus und sagst, Herr, ich möchte zu deinen Füßen sitzen. Ich möchte deinen Atem verspüren. Ich möchte deine Liebe verspüren. Ich möchte deine Gegenwart verspüren. Ich möchte dich verspüren. Und das ist, dein Schöpfer glaubt an dich, dass du es kannst. Aber du hast die Wahl, welches Leben du lebst. Ein Elia, ein Gideon, die haben alle Fehler gemacht, aber sie sind wieder auf die Spur gekommen. Judas, der wollte nicht mehr auf die Spur, sondern der wollte einfach nur ausbeuten. Du bist auserwählt. Dein Zustand ist die Frucht deines Lebensstils. Dein Zustand ist die Frucht deines Lebensstils. Und wenn dein Zustand ein Zustand ist, wo du sagst, das ist nicht gut, so heißt es in der Bibel nicht, dann verändere dein Lebensstil. Ihr Lieben, es ist wichtig, ich habe es letzten Sonntag darüber gesprochen mit weise Nahrung, sich zu ernähren. Wir können uns nicht falsch ernähren und dann Gott bitten, Herr, mach das wieder alles gesund, sondern wir müssen das auch tun. Und so ist es auch unser Lebensstil, ihr Lieben, ist das Bild dafür,
was dann wieder die Frucht hervorbringt. So wie wir leben, so kommt dann auch Frucht heraus. Und in die Wurzel sieht keiner hin, aber du weißt, wie die Wurzel aussieht deines Lebens. Und wenn dein Lebensstil nicht funktioniert und nicht richtig ist, dann arbeite an deiner Wurzel, dann werden auch die Früchte andere sein. Wenn die Wurzel gegründet ist in dieser Welt, mit all dieser Welt, wird die Frucht weltlich sein. Du kannst sie religiös übertünchen, ist aber deine Wurzel gegründet am Sieg des Kreuzes, werden deine Früchte edel sein, werden so sein, das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir reichlich Frucht haben. Amen. Amen.